Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Tales of the Sword Coast, die Enhanced Edition. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Baldur's Gate Enhanced Edition, auch wenn wir jetzt in Tales of the Sword Coast sind, nachdem wir ja Zarivok in die tiefsten Tiefen vertrieben haben. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sind wir nach Ulgotsbeard gereist, weil das eine Empfehlung der Diebesgilde war, dass wir uns vorbereiten sollten auf unsere Jagd nach Sarivok. Deswegen sind wir nach Ulgotsbeard, um zu hören, was es da so Nettes gibt. Also hier ist schon mal ein Zwerg oder ein Gnom? Zwerg. Ich vermute, ich kann euch nicht helfen, oder doch? Bitte beeilt euch, denn heute Nacht schließe ich für immer. Guter Händler, worum sorgt ihr euch? Ihr seht bekümmert aus. Diese Behandlung dulde ich nicht. Ich werde meine Geschäfte woanders machen. Kein Grund, unhöflich zu sein. Wollt ihr mit mir Geschäfte machen oder nicht? Fragen wir mal, was ihn bekümmert. Ja, ihr sagt alles schön, schön, aber Goldmünzen lasst ihr keine liegen. Immer dasselbe. Die Leute kommen rein und sagen schön, schön und gehen wieder. Ich habe keine Geduld mehr für dieses. Sieht nett aus, fühlt sich gut an, aber gekauft wird nichts. Wollt ihr etwas kaufen oder nur sagen schön, schön und wieder gehen? Warum macht ihr den Laden dicht? Sicherlich nicht wegen eurer fröhlichen Natur. Von eurem überheblichen Getue habe ich genug, hinterhältige Ratte. Lebt wohl und auf ihn immer wiedersehen. Nehmen wir das zweite Mal. Dieser vermeierte Ike kriegt die ganze reichen Fatzken, die mit dem Geld nur so vor sich, nur so um sich werfen, mit seinem blöden Küsschen-Küsschen-Ritual. Das kann ich auch, aber es macht mich krank. Also kauft was oder ich verschwindet. Ich wäre vielleicht interessiert. Sag doch, worum es sich hier handelt. Ich verkaufe die ganzen kleinen Kinkerlitzchen für die Touristen in Dulaks Turm, aber jetzt sind keine da. Wegen der Räuber auf den Straßen bleiben die Leute weg und ich bleib auf diesem ganzen Kram sitzen. Sichelsteine habe ich in allen Formen und Größen. Einige habe ich bei den Ruinen der Elfen gefunden und einige habe ich selber gemacht. Vielleicht sind einige davon gut und oder alle sind schlecht, aber sehen sie nicht nett aus? Ich sage euch, was ich tun werde. Ich verkaufe euch alles, was ich habe, für einen ganz, ganz niedrigen Preis. Nur 500 Goldstücke, dann gehe ich heim, wo sie glänzenden Nipp zu schätzen wissen. Kauft ihr jetzt oder geht ihr? Ich sage euch, der Handel ist abgemachte Sache. Ach, zur Hölle, jetzt fange ich auch schon damit an. Für den Preis ist das zu teuer. Senkt ihn ein bisschen, ich werde es mir überlegen. Ich habe keinen Bedarf an euren Kinkerlitzchen. Senkt den Preis etwas. Zu teuer ist es. Es sind meine ganzen Vorräte und ihr wollt noch weniger bezahlen. Lasst mich nur ein paar Zeichen überprüfen. Nein, die Sterne haben sich nicht in Glühwürmchen verwandelt. Schweine fliegen noch nicht und die niederen Eben sind noch nicht gefroren. Also wird es nicht passieren. Als ich das letzte Mal in den Spiegel sah, hatte ich noch nicht das Wort nah auf meine Stirn tätowiert. Meckt mit euch, verschwindet. Ein Gnom namens Dels Virtanion hat mir den gesamten Inhalt seines Ladens angeboten. Er will sich wohl aus dem Geschäft zurückziehen. Ich habe aber abgelehnt, weil er zu viel Geld dafür haben wollte. Ja, wir brauchen aber die Schlüsselsteine. Dieses Zeug einzupacken braucht länger, als es wegzuwerfen. Warum seid ihr wieder hier? Kauft den Laden oder verschwindet. Gut, ich nehme alles. Gut abgemacht. Dann nehmt alles und verzieht euch, sodass ich packen und gehen kann. Ich habe auf diesem Platz genug Zeit verschwendet. Warum seid ihr schon wieder hier? Verschwindet, damit ich packen und weggehen kann. Ich habe Delphons gesamten Warenbestand abgekauft. Ein seltsames Geschäftsangebot. Ich habe Dels Virtanions gesamten Warenbestand abgekauft, wenn auch nur, um ihn dazu zu bringen, seinen Mund zu halten. Hoffentlich findet er sich unter den ganzen Kram auch etwas Nützliches. Ja, die Schriftrolle haben wir bereits gekannt. Zeugs für Safana. Das ist einfach nur eine Lederrüstung. Plus 1.
Oh, Zwergenschlüsselstein 1. Ein ziemlich echt aussehender Schlüsselstein mit Zwergenrune. Er könnte für viele Zwecke geeignet sein. Bei eurer Untersuchung stellt sich der angebliche Schlüsselstein als ein mäßig wertvoller Edelstein heraus, um dessen äußeren Rand mehrere Symbole laufen. Die Fälschung ist jedoch ganz ausgezeichnet gemacht. Nur nach einer sorgfältigen Untersuchung kann man bemerken, dass es sich nicht um einen Schlüsselstein handelt. Also ja, da kann der auch weg. Warum auch immer das Kurzschwert bei Safana gelandet ist, da habe ich nicht richtig aufgepasst. So. Also gut, hier ist Chandalas Haus, da ist Terelas Haus. Gehen wir mal in die Häuser rein. Ich meine, Chandala hat sich ja jetzt aus dem Staub gemacht. Wie ihr wünscht. Also können wir einfach mal bei ihm gucken, auch wenn das eher aussieht wie ein Laden als wie ein Haus. Wie ihr wünscht. Okay. Der Ritualkeller hier, der macht auch Mut. Diese Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Dies ist eine falsche Tür. Dahinter befindet sich nur Felsgestein. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, dahinter finden wir später den zweitgarstigsten Boss im Baldur's Gate 1 nach Sarevok. Wobei, je nachdem, wie man es nimmt, ist es der garstigste Boss. Wie kann ich... Ihr braucht nur zu fragen. Ich finde es lustig, dass sie einfach hier einen Teppich hingemacht haben, weil eigentlich die Treppe sein sollte, einfach um einzusparen. Was gibt's Neues? Zeige Grüße, Abenteuer. Müsst mich entschuldigen, wenn ich heute kein heiteres Wort über die Lippen bringe. Meine Familie hat einen Verlust zu beklagen. Ich verstehe, in diesem Fall werden wir euch nicht länger stören. Möge euer Aufenthalt in Ulgurts Bad glücklicher sein als der meinige. Was wünscht ihr? Ja, wir wollen das eigentlich nicht ignorieren. Einfach aus dem Grund, weil wir ja Questerfahrung wollen und so. Deswegen müssen wir einfach mal fragen, was ist los? Es sei denn, ihr wollt nach meinem verlorenen Sohn suchen, sonst nichts. Erzählt uns die Geschichte. Ich habe, oder vielleicht soll ich sagen, ich hatte meinen Sohn namens Dalton. Und er schloss sich einer Gruppe von Abenteuern aus Tiefwasser an. Dalton war so besessen von der Idee, ein Held zu sein. Doch er hatte weder die Intelligenz noch die Fähigkeit dazu. Doch das ist das Schicksal einer Mutter. Sie muss dabei zusehen, wie ihre Kinder große Dummheit begehen, trotz ihrer Warnung und Bedenken. Der arme Junge trieb seine Dummheit auf die Spitze. Er und seine dummschädigen Kohorten nahmen es auf sich, die Tiefen von Dulags Turm zu erforschen. Sie kauften einen Schlüsselstein von diesem Gauner Galkin und machten sich auf den Weg. Wie ich auch bettelte und flehte, Dalton bestand darauf mitzugehen. Die Gruppe kam nie zurück. Ich fürchte, dass sie die Konstruktion des verrückten Zwergs zum Opfer gefallen sind. Seid beruhigt, Frau. Wenn wir euren Sohn finden, wir werden euren Sohn finden, falls er noch lebt. Ja, nehmen. Wie gesagt, wenn wir die Quest machen wollen, dann müssen wir es so machen. Vielen Dank, solche Güte von Fremden ist in diesem harten Leben ungewöhnlich. Ich werde kein Auge zutun, bis Dalton zurückgekehrt ist. Teleas vermisster Sohn. In Ulgurts Bad hat eine Frau namens Terela gebeten, ihren verschwundenen Sohn in Dulags Turm zu suchen. Der Junge heißt Dalton. Worum geht es? Ihr braucht nur zu... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, dann quetschen wir uns als nächstes hier mal durch. Dieser Turm ist schon lange verlassen. In Innern befindet sich nichts als Schutt. Ja, der Leuchtturm von Ulgurts Bad.
Was ich auch ein bisschen interessant finde. Dass hier am Fluss ein Leuchtturm steht. Außer Hogwarts Bad steht nicht wirklich da, wo es hier angezeigt wird, sondern es ist einfach dort, weil es da den besten Platz hat. Bei der Beschreibung nach, ja, okay, das steht leider nicht drin. Hier drin, schade. Egal. Sollte sich Hogwarts Bad ja an der Küste befinden. Da wollte ich nicht hin unbedingt, aber egal. Wobei es hier ja eigentlich auch eher ein bisschen nach Fluss aussieht als nach Meer. So, hier ist Menders Haus und hier steht Fenrus rum. Bürger mit Kühen und Pferden. Einen schönen Tag euch allen. Mein Name ist Fenrus Bolon. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Habt ihr die Führung durch Tulams Turm mitgemacht? Es bedeutet mir nichts, dass ihr Fenrus Bolon seid. Ihr seid offenbar nicht wichtig. Verzeiht mir, dass ich euch störe. Im Moment benötigen wir nichts. Schleimen wir mal ein bisschen und fangen ihn nach Tulaks Turm. In der Tat, das habe ich. Es war eine wunderbare Führung, obwohl sie ganz schön teuer war. Warum fragt ihr? Vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, meinen Fußstapfen zu folgen. Wir dachten, ihr würdet vielleicht etwas Zeit finden, uns ein bisschen was vom Turm und der Führung zu erzählen. Speichelt euch nicht selbst, Fenrus. Wir wollen nur ein paar Informationen und die wollen wir jetzt gleich. Hört auf, euch so aufzuspielen und erzählt uns, was ihr vom Turm wisst. Nehmen wir mal das Erste. Die Geschichten dieses unglückseligen Turms ist faszinierend. Durlak Trolltöter, ein großer Held des Zwergenvolkes, erbaute ihn. Während seiner langen und erfolgreichen Laufbahn häufte Durlak große Reichtümer an. Den Gerüchten nach hatte er ganze Räume voller Edelsteine und eine große Halle, deren Boden mit verstaubten Goldmünzen bedeckt war. Mit der Hilfe angeworbener Zwerge grub Durlak viele Kammern und Durchgänge in den Feldzügen und erbaute auf ihm einen einsamen Turm. Dort wollte er eine Zwergengemeinschaft gründen und umgeben von glücklichen, wohlhabenden Verwandten alt werden. Stattdessen machen sich Doppelgänger mit Hilfe verdorbener Verräter daran, die Begleiter von Durlak zu töten und deren Plätze einzunehmen. Nachdem der Zwerg voller Entsetzen die erste Täuschung entdeckte, wurde er von den anderen angegriffen und verbrachte 10 schreckensgefüllte Tage damit, sich durch seine eigene Festung zu kämpfen. Gejagt von Monstern, die wunderbar vertraut aussahen und doch seinen Tod herbeiwünschten. Letztendlich blieb er allein und siegreich zurück, doch hatte er nicht die Macht, die flüchtenden Seelenhäuter aufzuhalten. In seiner Angst, dass sie zurückkehren würden, warb Durlak die besten Handwerker an, die er finden konnte, und begann damit, seinen Turm und die Kammer darunter wieder aufzubauen. Diesmal versah er sie jedoch mit ausgefeilten Fallen, magischen Schutzwellen, geheimen Durchgängen, gleitenden Gefängniskammern und selbst auslösenden Waffen. Einige Jahrhunderte lang nahmen die Dinge so ihren Lauf und der immer exzentrischer werdende Durlak lebte von Pilzen und so behaupten böse Zungen von den Leichen von Eindringlingen. Schließlich verstarb er und seine Knochen liegen vermutlich noch immer in einem der inneren Räume, geschützt durch tausende tödlicher Fallen. Seit ich die ersten paar Räume des Turms selbst gesehen habe, muss ich sagen, dass es dort wohl so gefährlich ist, wie die Legende behauptet. Es ist ein faszinierender Ort und ich empfehle euch sehr, dass ihr eine Führung mitmacht. Ich muss jetzt gehen, lebt wohl und genießt die Führung. Durlaks Turm. Fenrus Bolon hat uns erzählt, dass Durlaks Turm von einem berühmten Zwergenhelden namens Durlak Trolltöter gebaut wurde. Seine angesammelten Reichtümer wurden jedoch von einer Gruppe Gedankenschinder begehrt. Okay, jetzt sind es auf einmal doch Illifiden, die Durlaks Familie mit Hilfe von Doppelgängern umbrachten und ersetzten. Der Held brachte die Bestien zwar um, wurde dabei jedoch verrückt. Er brachte überall im Turm Fallen an und verschwand selbst in dessen Tiefen. Ah.
Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu. Ah, hallo Freunde, ist mir eine Freude, euch zu treffen. Euch, ihr Helden der von Schwertküste. Ich lang darauf gewartet, euch kennenzulernen. Ich bin Mendas von Tiefwasser und suche nach kleinen Wahrheiten in diesem Land. Wir, das heißt ich, möchte euch bitten um einen Gefallen. Ich nicht arm bin und großes Herz habe für Freundschaften. Könnt ihr helfen, einem gutmütigen Kerl bei Suche nach Weisheit?